Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die komplette Questreihe von der Insel des Verbannten. Das ist das neue Startgebiet, was mit Shadowlands eingeführt wird. Ich werde die Quests auf dem Beta-Server aufnehmen. Ich habe schon den Charakter erstellt, logge auch schon ein. Und jetzt habe ich schon festgestellt, dass es Unterschiede gibt zwischen Beta-Server und Patch-Server. Auf dem Beta-Server werden viel mehr Hinweise eingeblendet, auf dem Patch-Server nicht. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung. Fehler. Ja, Einleitungsbildschirm. Könnt ihr bei euch anschauen, der ist eh noch nicht fertig anscheinend. Work in progress, breche ich also ab. Und gleich mal Fenster und alles einstellen. Denn, wie gesagt, ich nehme die komplette Insel am Stück auf. Wie es denn vorgibt. Und Unterschied zwischen Beta- und Patch-Server ist auch, dass es auf dem Beta-Server einen Erfolg gibt. Auf dem Beta-Server, auf dem Patch-Server leider nicht. So, mal schauen. Neues Fenster. Da blende ich nur die Quests ein. Könnt ihr ja nachverfolgen. Ich werde euch in die Videobeschreibung auch die Quests von den Allianz-Charakteren verlinken. Könnt ihr ein bisschen vergleichen, falls ihr wollt. So, seht euch um. Ist sowas wie das hier zum Beispiel. Gibt's auf dem Patch-Server nicht. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht wurde es gestrichen, war mal geplant, aber dann haben sie gesagt, nein, doch nicht. Keine Ahnung. So. Herumlaufen. Und jetzt darf man schon die erste Quest annehmen. Ihr hättet auch von Anfang an gleich die Quest annehmen können. Nun darf man bei diesen Kampfetappen üben. Also, als Krieger darf man zerschmettern drücken. Also ich finde, auf dem Beta ist es viel schöner aufbereitet als auf dem Patch-Server. Mit den ganzen Hinweisen. Es soll ja sozusagen ein Lerngebiet werden für neue Spieler. Davon haben die Schamanen nichts gesagt. Für die Horde. Wird mit euch üben. Noch der Hinweis, dass man Erfahrung bekommen hat, also sieht alles ziemlich gut aus. Ich gehe in Position. Schlagt schnell und hart zu. Jetzt darf man diesen Gwunzers Rock angreifen. Falls ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, wäre es cool, wenn ihr euren Adblocker deaktiviert. Das würde mir ziemlich helfen. Dadurch würden wir uns quasi gegenseitig helfen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn ihr was nicht macht. Also Werbung mag keiner. Dennoch ein kleiner Hinweis in die Richtung von mir. Jetzt darf man Sturmangriff in die Leisten ziehen. Also das, was ihr gerade seht, ist bloß vom Spiel. Ihr müsst dann wirklich die Fähigkeit links anklicken, geklickt halten und in die Leisten ziehen und loslassen. Und nochmal der Hinweis, könnte es sein, dass es auf dem fertigen Spiel, beziehungsweise im fertigen Spiel, diese Hinweise nicht gibt. Obwohl ich sie ziemlich nützlich finde für komplett neue Spieler. So, nächste Quest ist Vorsicht, Einschlag. Weiß jetzt nicht, ob es im fertigen Spiel vielleicht ein Video gibt. Auf dem Beta-Server gibt es kein Video. Vielleicht ist das auch so gewollt, dass es einfach nur dunkel wird und plötzlich schüttet. Und jetzt darf man schon die Quest abgeben. Und jetzt kommt man auf die Insel des Verbannten. Das Video breche ich auch ab. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit bekommen. Hä? Wieso? Okay. Das ist anscheinend verbuggt. Gut, nächste Quest. Mevlok Mani.
Jetzt kann ich auch meinen Chopper rausziehen, falls ich sowas hab. Ciao. Nein. Habe ich anscheinend nicht. Also manchmal habe ich es und manchmal nicht, okay? Ah, da ist er. Der war da. Da ist er. Feuerstuhl heißt es. Ach, Chauffeur mit, scheinbar mit CHA. Okay. Gut. Jetzt muss ich 6 Ärztehilfekästen besorgen. Nichts leichter als das. Einfach diese Murlocs töten. Ja, ich werde die Leichen plündern. Aber das mache ich, wenn ich ein paar mehr tot habe. Ihr dürft auch gerne Kommentare hinterlassen, Fragen stellen, alles Mögliche. Also lesen tue ich alles. Es kann sein, dass ich nicht auf alles eine Antwort habe, falls ihr Fragen stellt. Weil manchmal habt ihr Bugs, die ich nicht hatte. Dann kann ich euch leider nicht helfen. Ich bin ein ganz normaler WoW-Spieler mit Beta-Zugang. So, das ist schon mal erledigt. Noch eine Fähigkeit, Schildschlag. Super. Und jetzt ist auch die Quest bereit zur Abgabe. Konzentriert euch auf unsere Mission. Dringende erste Hilfe. Hier liegen die verletzten Soldaten oder Besatzungsmitglieder. Und das Quest-Item drauf anwenden. Man kann es auch aus dem Inventar benutzen. So. Quest abgeben. Und weiter geht's. Hinweis. Mit M öffnet man die Karte. Ich mache sie gleich mal größer. Und ich hoffe echt, dass diese Hinweise im Spiel drin bleiben. Vielleicht sind sie auf dem Patch-Server bloß weg, weil ich schon mehrere 60er Charaktere habe. Und kann sein, dass es das nur beim ersten Mal hochspielen gibt. Keine Ahnung, was sich Blizzard da einfallen lassen hat. Hier am Boden kann man die Quest abgeben bei Vonsa. Und die nächste Quest ist Quillfleisch. Als Fernkämpfer kann man auch diese Küstenalbatrosse abschießen. Dadurch unterstützt man ein bisschen die Milis. Also man nimmt den Milis nicht die Mobs weg. Und noch eine Fähigkeit. Auf dem PTR ist es auch so, dass die Fähigkeiten automatisch auch in den Leisten sind. Finde ich manchmal nervig. Sieht doch ganz gut aus. Und wie am Anfang erwähnt, werde ich euch in der Videobeschreibung auch die Links zu den Allianz-Videos verlinken. Beziehungsweise die Videos zur Allianz verlinken. Könnt ihr ein bisschen vergleichen, eventuell Sachen nachvollziehen. Vielleicht hilft es euch ja. So, jetzt muss man für diese Quest das Fleisch noch hier aufs Feuer legen. Also einfach benutzen. Und weiter geht's. Kampftechniken für Fortgeschrittene. Da muss man bei jeder Klasse was anderes machen. Ich werde versuchen, alle Klassen aufzunehmen. Als Allianzler habe ich schon alle Klassen aufgenommen. Außer DH und DK, also Dämonenjäger und Todesritter. Weil die haben ja ihr eigenes Stabgebiet. So, jetzt darf ich anstürmen. Kämpfen. Und die Brekka wird mich zurückschleudern. Sobald sie mich zurückschleudert, endet der Cooldown von Sturmangriff.
und ich kann auf ihn wegfliegen, wieder zurückstürmen. Und es wird zu Quest dazu gezählt. Also achte etwa auf den Cooldown und der Cooldown ist weg, sobald ich weggekickt werde. Ihr seid bereit, es mit den Stachelebern aufzunehmen. Okay. Müssen wir die anderen retten. Quest ist bereit zur Abgabe. Doof, dass sie nicht einfach stehen bleibt zum Quest abgeben. Aber okay. Die läuft auch immer unterschiedlich fast. Also die kann auch hier hinlaufen oder auf die rechte Seite. Ziemlich zufällig. Und jetzt geht's weiter mit der Quest nordwärts. Und ich muss sagen, es geht ziemlich flott voran. Flotter, als wenn ich die Quests einzeln aufnehme. So, abgeben. Und jetzt bekommt man auf dem Beta-Server sogar den Hinweis, dass der Questgeber zwei Quests hat. Verrückt. Los jetzt. Bewegung. Ja, ich laufe ja schon, beziehungsweise fahre schon. Ich habe sie nicht gesehen. Gut, man muss 7 Stachelleber töten und so ein Boss-Stachelleber, den Geofürst Gwegok. Ui, neues Equip. Gehe ich natürlich an. Wie viel habe ich jetzt? 2 von 7. Noch den an. Dann brauche ich noch 4. Und hier sind auch schon 4. Okay, da ist einer gerade noch tot. Aber vielleicht spawnt er nach, während ich diesen hier töte. Naja, ich mach mal weiter. Normalerweise sind hier 3 Mobs. Anscheinend ist einer noch tot von einem anderen Spieler. Ansonsten gibt's hier auch noch welche. So. Ja. Nehme ich diesen hier. Ein bisschen zurückziehen. Und jetzt brauche ich noch diesen Geofürst. Der ist da oben. Hier ist er. Und Attacke! Sieht doch sehr gut aus. So. Und alle Quests sind bereit zur Abgabe. Hier steht zwar, man soll sich mit den NPCs treffen, aber heißt einfach nur bereit zur Abgabe. Nichts Besonderes. Julias Mutter, sie hat gesagt, ihr kommt uns her. Hier ist es nicht sicher. Wo sind die anderen? Keine Ahnung, aber ich kann es rausfinden. So. Und so. Und. Warum ist die Quest jetzt hier auf Englisch? Normalerweise. Das hier ist eine Mini-Version des Turbo-Holperers. Ist sie Deutsch? Seltsam. Ist jetzt vielleicht etwas zu groß. Moment. Ah, Siegesrausch. Okay. Perfekt. Also man darf jetzt diesen Turbo-Holperer MK5 benutzen. Und dann darf man ein bisschen abwarten. Die Kamera scheint prima zu funktionieren. Warum muss jemand da hoch, wenn da eine Kamera drin ist? Ja. Ich brauche einen Plan B für den Fall, dass euer Rekrut da runterfällt. Hä? Nimmt das immer noch auf? Hey, Rekrut! Eure Einwilligung bedeutet, ihr seid auch haftbar. Ruhe. Ich sehe etwas. Hä? Jetzt kommt ein Video. Das breche ich auch mal ab. Dürft ihr bei euch anschauen. Und jetzt geht es zurück.
hier zum Fliehen? Ist es zu spät? Wir lassen unsere Leute nicht. Ich frage mich, warum das auf Englisch ist. Auf dem Bett der ist es auf Deutsch. Ja. Die Raketenstiefel aus. Wie wär's mit einem riesigen Eber? Meinetwegen, aber schnell. Das Leben meiner Tochter ist in Gefahr. So. Quest abgeben. Große Probleme brauchen größere Lösungen. Und der Text ist wieder auf Englisch. Finde ich nicht gut. Ich habe einen riesigen Eber versprochen. Jetzt müssen wir auch dazu stehen. So, Quest-Item benutzen. So geht das nicht. Mal sehen. So, probiert es jetzt mal. Wer das kann, braucht keinen riesigen Eber. Hier, nochmal. Ihr könnt das Quest-Item auch aus dem Inventar benutzen, wenn es ist. Falls es nicht neben der Quest sein sollte. So habe ich mir das vorgestellt. Melden wir uns bei Grimaxt. Gut, sehr schön. Konzentriert Quest beenden. Der Lebendigkeitsänderer. So. Wenn die Luft sprengt, denk daran, dass das Patient mir gehört. Dann das Teil benutzen. Und dann hat man hier auf der 1 diese Größenänderungsexplosion. Größenänderexplosion. Wie man sieht, hat das kein Global Cooldown. Also einfach benutzen und auf die großen Mobs zielen. So. Hey, erinnert ihr euch noch, was ich über Haftpflicht gesagt habe? Ich glaube, das Ding explodiert gleich. Gut. Mutter, ich habe versagt. Nun heißt es Dorgok getötet. Der ist tief in diesem Gebäude. Und den darf man jetzt töten. Der krasst etwas, man hat noch nichts zum Unterbrechen. So. Und erledigt. Verdammte Oger. Shuya Klimax ist gleich in der Nähe. Ich habe versucht, die Oger aufzuhalten. Und jetzt darf man wieder ein bisschen zuhören. Ich war nicht stark genug. Shuya, die Horde ist nur stark, wenn wir gemeinsam kämpfen. Und nun, sag mir, was hier passiert ist. So, erstmal Quest abgeben. Zu Befehl. Die Oger wollen durch die roten Drachen erwecken. Waffe anlegen. Eine Fähigkeit gibt's auch. Eine Defensivfähigkeit. Und jetzt darf man hier lernen, wie man einkauft und verkauft. Beliebigen Gegenstand gekauft. Und zwar von diesem NPC hier. Versorger Jing Haik. Ich kaufe sowas und dann irgendwas verkaufen. Quest ist fertig. Ich verkaufe aber noch alles andere, was ich nicht nötige, und gebe dann die Quest ab. Dann nehme ich Quest hier an. Der Geist eines uralten Kriegers kann euch sicher viel beibringen. Gebt euch Mühe. Und diese hier. Jetzt machen wir zuerst die Quest, was ich am Anfang angenommen habe. Das sind die eines Kriegers. Weil dadurch lernt man die Fähigkeit hinrichten. Kann mir niemand einen ruhmreichen Tod gewähren? Laber nicht. So. Vorige Quest noch. Wir haben ja hinrichten bekommen. Sprechblase beim NPC anklicken. Kämpfen
Und jetzt muss man ihn herunterhauen und ihn mit Hinrichten töten. Anders stirbt er nicht anscheinend so, questbedingt. So, mal schauen, wann das aufleuchtet. Ja, und jetzt hinrichten. Sollte nach einmal Hinrichter nicht tot sein, einfach ein weiteres Mal nutzen, sobald bereit. Quest ist dann hier unten abzugeben, aber wir machen zuerst noch die andere Quest. Dieses Harpienproblem. Und zuerst machen wir eine andere Quest. Weil die geht ganz schnell. Die gehört irgendwie nicht zur Geschichte, ist aber Gift zu machen. Gibt auch bloß 110 EP. Quest ist angenommen. Und jetzt muss man diese Ritualsockel benutzen. Aufmachen, glaube ich, lohnt sich nicht. Ah, schau mal, diese Quest ist komplett deutsch. Diese hier auch. Und die hier sieht auch komplett übersetzt aus. So. Quest ist bereit zur Abgabe. Nun hat man dadurch, durch diese Quest, seinen Tempo-Buff. Leider hält er noch 10 Minuten. Sie scheinen einen Verlassenen für das Ritual gefangen zu haben. So, Folge-Quests. Passt auf euch auf. Ich werde tun, was nötig ist. Und auf geht's. Ich bin eine Schneise durch diese Harpienschlacht. Ich bin dabei. Diese Harpien lohnt es sich nicht extra zu töten, denn bei einer anderen Quest kommen questbedingt Haufen Mobs, die zu dieser Quest zählen. Und deshalb mache ich jetzt die Totems und gehe dann zu die Rettung von Herbert Schattenstoß. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine. iPhone 5. Die Mobs hier interessieren mich auch nicht. Beim nächsten Totem sind leider noch Mobs da. Oh, jetzt leckt es. Finde ich uncool. Aber unten. So. Ja, der Nachteil am Beta-Server. Dennoch wollen alle Beta-Zugang haben, warum auch immer. Okay, jetzt hat es nicht geleckt. Gewiss dieser Herbert Schattenstoß. So, und ihr seht, spawnen hier Mobs, die zu dieser Quest zählen. Zumindest auf dem Beta-Server ist das so. Das sind ziemlich viele Mobs, die man töten muss. Jetzt ein bisschen abwarten und dann kommen die nächsten. Diese Jagdworks gehören auch zur Quest. Weil bei der Quest heißt das ja Harpien und Gefolgsleute. Von 10 habe ich. Normalerweise kommen noch mal welche.
Etwas Großes kommt auf uns zu. Ach, der Flächen Schaden. Okay, ich werde dann noch so ein Worktöter oder zwei. Leider ist da jetzt noch jemand aufgetaucht, der mitgehauen hat. Ansonsten wäre diese Quest auch schon fertig. Und erledigt. Ich bin frei! Hinterleg. Dachte, es hat sich gebessert. Oh, jetzt ist er ziemlich hoch. Na komm schon. Doch nur ein Mob. Lauf mal weiter. Normalerweise sollte der Mob schon erledigt sein. Genau. So. Und jetzt alles abgeben. Interessant, ein paar kleine Experimente. Stärke erwächst aus Konzentration. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Die Horde wird siegen. Erst Equipper anlegen. Jetzt hat man unterbrechen. Okay. Und jetzt hat man zwei Quests, was man hier abgeben muss. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Da bin ich auch schon. Ich bin hier, um zu helfen. Hat geklappt, hat geklappt. Hosen, gut. Jetzt gibt es hier noch eine kleine Questreihe. Willkommen bei der Party. Und danach wird es weitergehen. So, jetzt muss man hier ein bisschen warten, bis die NPCs kommen. Hoffentlich verbessert sich der Ping. Sieht aber aktuell nicht danach aus. Finstere Grube, finstere Magie. Ich glaube, wir haben das Ritual gefunden. So, Quest wenden. Folge Quest annehmen. Hier darf man einfach runterspringen und ins Höhlensystem. Haltet unbedingt das Ritual auf. Ein paar Spinnen töten. Und diese dicke Kokon benutzen. Leider habe ich immer noch keinen Flächenschaden. Ist kein Flächenschaden, okay. Geht's? Gut, der bin ich ausgewichen. So, und jetzt noch zwei Kokons. So. Also manchmal funktioniert alles auch mit Homebeam, aber ab und zu leckt es auch. Ja, schauen wir mal. Gut, hat gezählt. Mob tot. Ist der nächste. Dann noch diese Spinne. Level up, okay. Mehr Fähigkeit gibt es, glaube ich, nicht. Okay. Sturmangriff hat ja auch noch Cooldown. Oh, jetzt hat es wieder kurz geleckt. Hab's genau gesehen. Eine Rettung. So. Erdenmutter zeigt ihnen den Weg. Und dann geht's hier lang. Ich werde eure Lebenskraft aufwärmen.
Ja, der macht einen Zauber, den man unterbrechen kann. Muss man aber nicht. Diesen hier, Geist entziehen, habe ich jetzt unterbrochen. Jetzt darf man ein bisschen abwarten. Ich danke euch. Ich bringe uns in Sicherheit. Steigt auf. Und jetzt darf man aufsteigen und ein bisschen zuhören, mitlesen oder einfach nur zuschauen. Man kann auch AFK gehen, egal. So, gleich ist man oben. Dunkle Magie hat diesen Ort verheert. Der Weg ist aber ziemlich lang. Und die läuft auch ziemlich flott. Gut, ihr habt es geschafft. Ja, lass mich, habe ich. So. Alle Spinnen platt gemacht. Diese Spinnen haben unverdient ihr Zuhause verloren. Tja, wenn ihr es so sagen wollt. Zusammen machen wir diesen Ritual. Neue Ausrüstung. Lasst euch nie kalt. Schon mal es die Spinnen gesehen mit denen. So, jetzt gibt's noch hier eine Gruppenquest. Dachte ich mir. Die schaffe ich im Moment als Krieger noch nicht alleine. Würde es sich schaffen, nachdem ich die Solo-Instanz beendet habe. Schade, der Jäger ist fertig. Ja, okay. Dann mache ich diese Quest nicht. Oder würde er mir helfen? Cool. Ah, das ist ein Schurke, ja? Okay, dann warte ich kurz. Weil für diese Quest gibt's Schultern. Was will er? Dann töten wir mal den Bär. Der macht einen Ansturm. Am besten ausweichen. Wieso hat der Schurke Tiago? Ich glaube, verschwinden hat er noch nicht. Okay, mit Hinrichten hat's funktioniert. So, was tut man abgeben in dieser Höhle hier? Mit einer Klasse, die sich heilen kann, ist es ziemlich leicht. Oder man kann es auch als Krieger schaffen. Mit dem Equip, was man aus der Solo-Instanz bekommen hat. Beziehungsweise eigentlich ist es keine Solo-Instanz. Weil wenn Spieler da sind, kommen Spieler mit hinein. Und die NPCs, glaube ich. Aber wenn keine Spieler da sind, kommt man hinein mit zwei NPCs. Einer tankt, einer heilt. Funktioniert super. Und dann so auf Stufe 9, 10 mit dem Equip aus der Instanz. Schafft man diese Quest auch alleine, als Krieger. So, dann darf man mit diesem NPC quatschen. Jetzt wird man in einen Ogre verwandelt. Und jetzt darf man schon loslaufen. Und bringt uns rein. Gar nicht reden. Einfach lächeln und winken. Je dümmer, desto besser. Okay. Jetzt wurde die Quest aktualisiert. Gorgoth winken. Zeigen, was ihr habt. Geht weiter. Wir müssen etwas über das Ritual herausfinden. Hier angekommen, darf man diesen Gorgoth anklicken. Und / winken. Dann darf man auch schon weiterlaufen. Jetzt steht hier noch optional, gibt / Tanzen ein, aber lohnt sich nicht. Zeitverschwendung, würde ich sagen.
das Ritual auf der Zitadelle abzuschließen. Ich hab's beim ersten Mal gemacht, in der Hoffnung, dass man hier hingepostet wird, irgendwie durch das Video oder so. Also falls ein Video gekommen wäre. Aber nein, nix. Wir müssen diese Siegel zerstören. Ruhekraft wird nicht reichen. Wir müssen den Zauber brechen. So, Quest beenden. Und die nächsten drei Quests annehmen. Läuft. Jetzt darf man hier so Wärtersteine sammeln, normale Ogre töten und Katapulte zerstören. Ein Mob, der meinen Wärterstein trägt, war schon tot. Deshalb bin ich gleich mal weitergelaufen. Hier ist der nächste, der ist da. Ja, hinauslaufen lohnt sich nicht. So viel Schaden macht es auch nicht. So. Oh, der Wing hat sich verbessert. Wunderbar. Katapult, aber zuerst den Mob töten. Ich töte mal diese zwei Ogre-Vieh, weil insgesamt benötige ich jetzt 8. Ja, mein Leben sieht doch ganz gut aus. 4 von 8 habe ich. Oh, da wird einer bekämpft. Für 2. Gut, jetzt benötige ich noch 3. Haben? Jubi? Ein Ogre benötige ich noch. Beziehungsweise ich benötige mehr, aber den einen nehme ich mit. So. Noch 2. Ah, das sind auch schon 2. Perfekt. Halt, stehen geblieben. Darpa. Eine Mob ist auch nachgespawnt, sehe ich. Von dem gibt es auch einen Wächterstein. Und ich glaube, das ist der einzige Caster von diesem Wächter. Wunderbar, gelootet. Ja, dann töte ich noch diesen hier. Auf Mountain nicht gelohnt. Aber was soll's? So. Brauche ich nur noch den einen Wächterstein. Ja, der Mob ist da, wie es aussieht. Perfekt. Wunderbar. So. Quest ist aber noch nicht fertig, also die mit den Wächtersteinen. Da muss man noch
drei Runen deaktivieren. Die sind da oben, wo dieses Licht ist. Oder Lichtnebel, wie auch immer. So, einer. Der zweite. Und der dritte. Der letzte. Während die labert, kann man die anderen Quests abgeben. Gelegt. Fähigkeit. Dann kann man die abgeben. Und jetzt muss man in den Dungeon. Also einfach anmelden, Dungeon Poser. Das ist vorgegeben, als was man da hineinkommt. Bis jetzt bin ich, glaube ich, immer als DD reingekommen. Es sei denn, andere Spieler waren noch dabei. Auf geht's. Ich beschäftige die Ogre, während ihr sie zur Strecke bringt. Ja, mach. Diese Instanz geht auch ziemlich flott, finde ich. Vorausgesetzt, es ist nicht verbuggt. Perfekt. Ja, klappt super. Weiter geht's. Ich werde aufnehmen, bis man nach Sundasar kommt, weil als neuer Spieler, also komplett neuer Spieler, darf man erst Battle for Azeroth questen und danach mit den Twinks kann man erst andere Gebiete auswählen irgendwie. Und als Horter kommt man nach Sundasar. Na komm schon, Drecker. Ach ne. Hä? Wo bleibst du? Komm. So. Jetzt kommt man zum ersten Boss. Und hier darf man als erstes angreifen. Genau. Ja, ist okay. Dann komm. Und jetzt hat er ein bisschen die Agro. Ja, komm schon. Ja. Wut ist immer ein bisschen knapp. Ui, Loot. Ein Schild, okay. Loot gibt's nicht immer, aber ziemlich oft. Auf der Varianz-Seite, ich glaube mit 7 oder 8 Chars habe ich mit 6 Loot bekommen. Na komm, weiter. Ja. Genau. Sehr einfach. Oh, neues Schild, ist es besser? Nein, ich habe ja das Blaue. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt kommt so eine Art halber Boss. Einfach weil man ungefähr 50% seines Lebens weghauen muss. Dann opfert er sich irgendwie.
Okay. Und dann geht's auf ihn. Zauber habe ich unterbrochen. Ja, jetzt müsste er sich gleich opfern. So. Ja, den PC muss der Aggro holen. Gut, und jetzt hau ich drauf mal. Atem einfach ausweichen. So, jetzt habe ich ziemlich viel Wut. Kann ich ein paar Mal hintereinander draufhauen. Jetzt brauche ich wieder Wut. Hat er sich was hochgeheilt? Ich hoffe nicht. Ist mir zumindest noch nie aufgefallen. Und hinrichten. Ja. Erledigt. Ui, nochmal Loot. Bringt mir aber nichts, denn ich bin hier in der Beta, wie vorhin erwähnt. Nun kann man Instanzgruppe verlassen machen oder diesen NPC anquatschen. Ich mache es über den NPC. Horde-Verstärkung. Ich wusste, sie kommen. Und jetzt geht's gleich nach Orvemar. Aber da ist die Questreihe noch nicht zu Ende. Beziehungsweise da hat man noch nicht den Erfolg bekommen. Für die Horde steigt auf einen Wyvern und fliegt nach Orgrimmar. Und jetzt bekommt man die Warnung, dass wenn man das macht, man kommt nicht mehr hierhin zurück. Also ich bin mal sicher, ich habe alle Quests erledigt. Auch die Quest mit der Lichtwut. Ich hätte man gar nicht machen müssen. Genauso die Quest wie mit dem Bär. Aber da gab es wenigstens Schultern. Ich bin froh, dass ihr sie nicht habt. Diese Insel muss sich erholen. Jetzt könnt ihr zuschauen oder FK gehen. Schaut am Horizont. Eins unserer Luftschiffe. Wie ihr wollt. So sieht die geballte Macht der Horde aus. Die Oger sollten besser die Flucht ergreifen. Kommt, Rekruten. So. Zeit, nach Hause zurückzukehren. Wie nach Hause? Orgrimmar. Orgrimmar. Der Flug hätte uns aber ganz abkürzen können. Normalerweise kommt jetzt ein Ladebildschirm. Oder. So. Voll. Und jetzt ist man in Orgrimmar. Jo, welche ich hab. Könnt ihr ja bei euch anschauen. Und Widerstandskraft. Und hier darf man die Quest abgeben. Und Sammelpunkt mächtiger Truppen. Oh, und da gibt es schon den Erfolg Insel des Verwandten. Okay. Auf Allianzseite musste man bis nach Boralus. Okay, aber ich mach mal weiter. Bis ich in Suldasar bin. Kork wird euch derweil die Stadt sein. Bereit, etwas Gold zu verdienen? Hier darf man sich nach dem Starmeister erkundigen. Dann mit Kork quatschen. Und nun darf man mit ihm laufen. Bleibt man zu weit zurück, bleibt er stehen und wartet auf euch. Läuft man voraus, bleibt er stehen
bis ihr wieder zurückkommt und ihn abholt. Falls ihr aber dann weiterlauft, könnte es sein, dass er zurückgesetzt wird. Und dann müsst ihr zurück zum Ausgang von Orgrimmar und ihn da wieder abholen. Ist zwar staubig und heiß und voller grimmiger Orks, aber trotzdem ganz charmant hier, oder? Man muss ein bisschen hinlaufen irgendwo. Dauert also ein bisschen. Auf Allianz-Seite kam man den Weg kürzer vor. Na, vielleicht habe ich es schon verdrängt. Den Leuten hier etwas. Wenn es nach der Allianz ginge, hätten wir nicht mal das. Ich finde aber, er läuft ziemlich flott. Ist gar nicht so schlimm. Seht ihr, jetzt bleibt er stehen. Wenn ich in der Nähe bin, beginnt er wieder langsam anzugehen. Und gleich sollte er wieder laufen. Gut. Jetzt sind wir aber auch gleich schon da. Oh nein. Jetzt beginnt er wieder langsam anzugehen. Also, da muss man echt in seiner Nähe bleiben. Sonst verzögert er sich. Sehr schön. Wir sind fast da. Die Ställe sind nur noch den Hügel da hoch. Den Pfeil hätte man echt nicht benötigt. Kann ja auch. Was ist, wenn ich... Doppeldreieck. Ein DD. Ja, jetzt geht's durch dieses Gebäude hier. Bin doch schon da, ja. Hä? War ich so weit weg? Nein. So, jetzt darf man hier die Quest abgeben. Annehmen. Dann darf man bei dem NPC unerfahrenes Reiten lernen. Quest abgeben. Jetzt bekommt man den Hinweis hier. Ja, ich mach das schon. Nehme ich diese Quest an, was ist eure Spezialität? Je nachdem, welche Klasse man ist, muss man zu einem anderen NPC laufen. Man muss in dieses Gebäude, glaube ich. Ja. Sieht doch gut aus. Und hier ist der Kriegerlehrer. Als Schurke muss man zum Schurkenlehrer und so weiter. Dann darf man die Sprechblase anklicken. Und hier darf man sich eine Spezialisierung aussuchen. In diesem Tooltip sieht es so aus, als müsste man Waffen auswählen, aber das ist völlig egal was. Als wir weiß, nehme ich Schutz, also quasi das am weitesten, entferntesten von diesen Pfeilen. Und wie ihr sehen werdet, ist die Quest bereit zur Abgabe. So, Quest ist angenommen. Das ist zumindest gleich in der Nähe. Da wird die Quest abzugeben sein, noch bevor man seine Ruhesteine gebunden hat. Ich werde ihn aber binden, also dieses Zahnrädchen hier anklicken. Und Quest ist bereit zur Abgabe. Ich klicke mal auf Ja, denn meine Ruhesteine in Orgrimmar kann nicht schaden. Quest abgeben.
Und nun kommt ein neuer NPC. Ich habe Nachricht vom Kriegshäuptling. Tromka. So nun könnte man noch mit Kork Blubberflop quatschen. Ist optional. Spare ich mir aber. Ja, ich nehme das Mount, was ich gerade bekommen habe. Ist gut Spiel. Und nun darf man Big Seven Grimax in der Versteck Womash finden. Muss ich hier noch was machen? Normalerweise nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht umgeändert wird. Anscheinend ist das Optionale wichtig. Aber ich mache es mal ohne. Könnte sein, dass ich was falsch mache. Da sind wir doch mal gespannt. Ja, ist ein ziemlich langer Laufweg mit dem langsamen Mount. Ah, hier ist der Punkt. Sieht doch ganz gut aus. Weiter, weiter, immer weiter. So, hier hinein. Und bei der Quick 7 Tracker Grimax die Quest abgeben. Konzentriert euch auf unsere Mission. Missionsrichtlinie annehmen. Für die Horde, Kriegshäuptling. Die Sprechblase ist leider wieder auf Englisch, aber Sprechblase ist zu erkennen. Would you like to leave the tutorial? Nein, ich will das Tutorial nicht verlassen. Wenn wir die Allianz besiegen wollen, braucht die Horde weitere mächtige Verbündete. Nathanos, klärt den Neuankömmling über die Mission auf. Gewiss, meine Königin. Wir werden euch nicht enttäuschen. Ein bisschen abgewartet. Ganz sicher nicht. Und jetzt darf man mit Nathanos normalerweise quatschen. Now? Das ist optional. Hier kann ich ja gleich. Bis wir die Expedition gefunden haben. So. Und weiter. Auf dem Schlachtfeld. Kämpft ehrenhaft. Und vergesst nicht. Hinauslaufen. Und hier darf man diesen Wyvern benutzen. Und jetzt darf man wieder zuschauen. Auf der Allianzseite hat man den Erfolg bekommen. Insel des Verbannten, wenn man in Edon Battle for Azeroth angekommen ist. Vorhin habt ihr es ja gesehen, hat man es schon davor bekommen. Es scheint, die Allianzköter haben. Ich breche es gleich mal ab. Und jetzt bin ich in Suldasa. Da. Und damit ist man soweit, dass man in Battle for Azeroth loslegt mit Questen und Leveln. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Falls ja, dürft ihr gerne mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte seinen Abonnierknopf ein. Des Weiteren findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. It's okay. Ende.